Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. In Verstärkung. Mit Verstärkung. Meine Tochter. Sag hallo. Sag hallo. Hi. Schön. So. Wir wollten den Time Kettle M2 Multi-Übersetzer testen. Der ist für das linke Ohr. So, und hier da, wo es blinkt, wo es rot leuchtet, da musst du dann antippen, wenn du was sagen willst. Ich kann auch per Hand auf dem Handy umschalten. So. Ja, und wo ist der? Also, den muss ich erstmal wieder heller machen. Weil sonst sehe ich hier wieder nichts auf meinem Handy. Ich habe eben vom Video nämlich alles nur dunkel gehabt. So. Ja, einer ist nicht verbunden. Meiner. Also. So, jetzt sind sie verbunden. Ja. Zack. Bitte prüfen Sie Bluetooth-Verbindung. Okay. Null eins. Warte. Vorführeffekt. Hat der bimmelt bei dir? Ja. Jetzt geht's. So. Ich mache auf Berühren, ja? So, warte mal, du hast links, war? Ja. Ich habe rechts. Da muss ich hier oben mal umschalten. Rechts ist Deutsch, links ist Englisch. Ja, das ist okay so. So. Wie geht es dir? Hat er jetzt nicht genommen? Wie geht es dir? Vorführeffekt, ey. Eben hat es super funktioniert. Wie geht es dir? Jetzt. Warte. Hallo? Kommt es bei dir an? Ja. Bei mir übersetzt er das auch. Bei mir übersetzt er mir das selber auch noch. So, jetzt tipp du mal an und sag du mal was. How are you? Mir geht es gut. Komm an. Ja. What do you like to do? Ich spiele gerne PlayStation. Sie hat darum gebeten, kleine Sätze zu machen, weil sie nicht so gut in Englisch ist. Ja, du übersetzt gut, wa? Ja. Sie hat dein Zug gleich mit übersetzt. Ist noch nicht blau? Jetzt. When were you born? Wann ich geboren bin. Am 5. April 1981. Warte, ich kann nur für dich drücken. Jetzt bist du. How old are you?
Ich bin 40 Jahre alt. Ich werde in ein paar Monaten aber 41. So, jetzt du? Ich mal was sagen? Ja. Der will Liebe. Liebe macht der Gläubige. Was ist das? Der Tiger ist gerade sehr schmusebedürftig. Tiger. Du weißt nicht, ob das richtig ist, was du vielleicht sagst. Ja, Das werden wir doch weil testen. ich die Wochentage nicht so gut kann. Die Wochentage, ach, ist nicht schlimm. Mach einfach. Ja, weil er auf Englisch gestellt ist und dann kommt er mit der deutschen Sprache nicht klar, was da, dann übersetzt er das in Englisch was anderes. Gesundheit. Also Gesundheit übersetzt einfach, versuchen Sie es nicht. Also wir haben gerade den englischen Übersetzer an, was er praktisch vom Englischen ins Deutsche übersetzen soll. My birthday is on the 16th of April. War zu langsam, musst du nochmal machen. My birthday is on the 16th April. Nochmal. Ich weiß es nicht. I love you, Tigger. Das ist der Übersetzte. Do you like to play PlayStation? Ja, das mache ich. Me too. Oh. Also, und was sagst du? Warte, ich mach mal Pause, damit, dass er hier nicht einfach irgendwas übersetzt. Was sagst du? Ist doch gut. Funktioniert gut. Pretty cool. Aber am einfachsten ist es wirklich im Gespräch dann mit Knopfdrücken reagiert er manchmal nicht ganz so schnell, dass halt vielleicht noch was übersetzt wird, was gar nicht übersetzt werden soll oder so. Am einfachsten ist es wirklich, wenn man auf dem Handy dann. Na? Achso, ist auch Pause. Ja. Ist dann halt, wenn man auf dem Handy das hin und her tippt. So, was haben wir denn noch? Wollen wir noch einen anderen Modus testen? Hörmodus. So, gib mir den her. Den brauche ich jetzt. Weil da sind beide drin. So. Handy ist Englisch, die sind Deutsch. So, sag was. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Ich habe nur die paar Sätze. How are you? Mir geht es sehr gut. Milch? Strand? Grundstück? Gut? Komisch, wa? Kobra klatschen, ne? Oh, nicht schlecht. How are you? Wie geht es dir? Ja, das ist mit dem Handy halt immer noch so ein bisschen komisch. Also, du bist wunderschön, sagt er jetzt. Also, es funktioniert wirklich am besten, wenn man die mit Berührung und wenn man die Kopfhörer getrennt hat. Mit der App so an sich funktioniert es auch auf dem Handy. Aber wir haben
auf dem Handy halt immer noch das Problem, dass dann immer. Der sagt doch alles doppelt. Das halt praktisch, ich sage, wie geht es dir? Dann sagt, höre ich in Englisch, wie er sagt, how are you? Natürlich, um die Sprache halt kennenzulernen. Sie hört es dann halt in Englisch und sie sagt dann in Englisch, dass es ihr gut geht, hört im Englischen ihren Satz von der Computerstimme und also den deutschen Satz und den von der Computerstimme halt. Beide, also das, was übersetzt wird, hört sie und das, dass es nochmal nachgesprochen wird. Also beides praktisch, Englisch und Deutsch. Das ist halt gut fürs Lernen, würde ich sagen. Bedienung vom Gerät ist eigentlich kinderleicht, wenn man es dann irgendwann raus hat. Also mit dem Kettensymbol, was ich euch im Video davor gesagt habe, dass man das dann, wenn man die mit Bluetooth verbinden will, dieses Kettensymbol ausmachen muss. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Weil Kettensymbol kennt man eigentlich, muss immer an sein. Moment. So, sorry, ich musste mir mal kurz die Nase schnappen. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Mit den Fischpunkten auch. Also passt da ein bisschen auf. Zum Lernen ist es vielleicht auch ganz gut geeignet. Das muss ich jetzt noch testen, so ein bisschen. Aber die Simultanübersetzung von Kopfhörer zu Kopfhörer, man kann auch halt, wie gesagt, zwei davon koppeln. Wenn jetzt auf die Straße Energie kommt, der hat das gleiche, kann man dann halt sagen, wir wollen einen Chat machen. Und dann kann man die beiden koppeln und dann hat er seine drin, man hat selber seine drin und dann ist das okay. Das geht wohl auch. Ich habe leider kein zweites Paar, um das zu testen. Arbeit funktioniert wirklich sehr gut. Also wirklich, also es hat Probleme, dass wenn ich jetzt bestimmte Worte sage, dass er die dann halt irgendwie anders übersetzt. Also ich sage ein deutsches Wort und der ist ja halt gerade auf dem englischen Modus und dann sagt er halt irgendein anderes Wort. Und wenn man das dann wiederholt, dann sagt er wieder was anderes. Kann man sich einen Spaß draus machen. Ist auch ganz lustig. Aber so, das zwischen uns hat er gut übersetzt mit beiden Punkten. Hat auch nicht lange gedauert, bis das übersetzt war. Das ging auch rucki-zucki. Ja, und man könnte halt auch schreiben. Man kann auch schreiben, man muss nicht nur satt, man kann auch, muss nicht nur quatschen, man kann auch Text schreiben. Wenn das jetzt natürlich noch möglich wäre, dass man da Apps integriert, zum Beispiel WhatsApp oder Telegram oder was das, Signal und was es da alles so gibt und dass man dann sagt, der Gesprächspartner da, der quatscht jetzt Chinesisch oder Japanisch und ich bleib bei Deutsch. Und dann, dass der das dann simultan übersetzt. Ja, oder dass man dann halt in Deutsch schreibt und der schreibt das dann auf Japanisch oder in Chinesisch oder Englisch oder was weiß ich. Das wär noch eine geile Errungenschaft, wenn man den Übersetzer halt noch mit in die App mit integrieren könnte, die man gerade braucht. Und nicht als einzelne App nur hätte. Aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal. Fazit von uns. Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Und ich hoffe, hat euch gefreut. Habt ihr die Ingeborg mal wieder gesehen? Sag's mal Tschüss. Tschüss. Ich sag auch Tschüss. Tschüss.